Unser 30 Jahre Burgenland-Heute-Rückblick ist im Jahr 2016 angelangt. Für den Bad Sauerbrunner Hannes Führinger ist es das Jahr seiner Befreiung. 5 Jahre war er in Ägypten in Haft. Jetzt darf er endlich in seine burgenländische Heimat zurück. Und die kürzlich wieder eingeführten Grenzkontrollen werden ausgebaut. Polizei und Bundesheer überwachen gemeinsam die Grenzen zur Slowakei und zu Ungarn. Und wir treffen einen Wirten, der mit 86 Jahren wieder sein altes Gasthaus übernimmt, weil seine Tochter in Pension geht. Das Gasthaus Reichert in Wörterberg gibt es nun seit bald 100 Jahren. Die urige Wirtsstube ist die Seele des kleinen Ortes. Josef Reichert hat hier sein ganzes Leben verbracht. Tochter Helga Gradwohl folgt ihrem Vater als Wirtin nach. Als sie heuer in Pension ging, stellte sich der rüstige Rentner wieder hinter die Theke. Ich hab die Kinder gefragt, ich hab alle gefragt. Sie sollen es nehmen, sollen es nehmen. Ich hab gesagt, ich bin da geboren, ich verkauf's nicht. Und verbrauchen tue ich es auch nicht. Da darf man meine Kinder mit. Wir sind 52 mit Uhr eigentlich. Und da hilft mir schon mit und ich bin zufrieden. Mein Vater hat recht, dass er mit so einem Alter den Sturz hat und da weitermacht. Wir sind ja 8 Kinder und keiner will es weiternehmen. Und der Vater sperrt nicht zu. Als ältester Jungunternehmer ist Josef eine Attraktion im Südburgenland. Viele wollen wissen, wie er das anging. Der Herr Reichert hat sich benommen wie ein Jungunternehmer. Er hat genau gewusst, was er will. Er hat alles selbst noch lesen können, unterschreiben können, hat sich erkundigt, was das heißt, wieder ein Gewerbe zu haben, alle rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen, es wurde ihm beigebracht. Also von daher war es kein Unterschied, außer das Alter. Josef Reichert kann sich ein Leben ohne Gaststube nicht vorstellen. Davon sind auch seine Stammgäste überzeugt. Er ist froh, dass er sein Gasthaus erhält und seine Pferde. Für das lebt er und stirbt er. Wir kommen jeden Tag her. In der Früh ein Kaffee und Nachmittag ein bisschen Kartenrunde und das geht schon. Das Kartenspielen und die Pferde halten den 86-Jährigen fit. Nichtsdestotrotz braucht er im Gasthaus die Hilfe der Jungen. Eine Neuübernahme ist für sie aber derzeit kein Thema. Ich als Chefin? Nein. Die Verantwortung und alles andere auch. Also wenn ich das übernehmen würde, muss ich natürlich die Umbauten und alles machen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. In der Gemeinde hofft man auf ein langes Leben ihres Wirts. Dass wir weiterhin Veranstaltungen bzw. kleine Versammlungen durchführen können, das ist ganz wichtig für uns. Und wir hoffen, dass unser Wirt noch lange diesen Betrieb weiterführen kann. Dass er noch genau weiß, was er will, hat uns Josef Reichert beim Abschied bewiesen. Wenn er ins Fernsehen kommt, dann nicht ohne seine Pferde. Ja, mittlerweile ist Herr Reichert wirklich in Pension. Er kommt aber immer noch zum Kartenspielen ins Gasthaus, wie uns seine Tochter heute erzählt hat. Die Tochter Helga Gradwohl ist als Wirtin wieder aus dem Ruhestand zurückgekehrt. In wenigen Tagen am 2. Mai feiern wir den 30. Geburtstag von Niederösterreich heute. Am kommenden Freitag dann sogar mit einer großen Hauptabendshow im ORF. Schon seit Wochen erreichen uns immer wieder Grußbotschaften mit lieben Glückwünschen, die wir Ihnen ab heute zeigen möchten. Hallo liebes Niederösterreich-Heute-Team, wir, die Admira, wünschen euch alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum. Ja, liebes Niederösterreich-Heute, nachdem wir ja unser Geburtsjahr teilen und damit beide heuer den 30er quasi zu feiern haben, wünsche ich alles Gute und ja, auf weitere 30 erfolgreiche Jahre. Alles Gute! 30 Jahre Niederösterreich-Heute. Ich habe gehört, Niederösterreich-Heute und den 30er, ich wünsche alles Gute dazu, ich schaue mir es auch sehr oft an, auch wenn ich zu Hause bin mit meiner Frau, die will immer wissen, was in Niederösterreich passiert und wünsche die nächsten Jahre genauso eine gute Sendung und Erfolg für die Sendung. Herzlichen Dank für die vielen lieben Glückwünsche, auch im Namen des gesamten Teams. Einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer weiteren außergewöhnlichen Ausgabe von Steiermark heute.
Zum 30-Jahr-Jubiläum kommt die Sendung in diesen Tagen viermal nicht wie gewohnt aus dem Steiermark-Heute-Studio in Graz, sondern aus steirischen Wohnzimmern. Gestern zum Auftakt waren wir in Graz zu Gast und heute sind wir hier in St. Egidi, Murau, im Wohnzimmer der Familie Veronika und Franz Gassner. Herzlichen Dank für die Einladung. Im Vorgespräch habt ihr gesagt, naja, eigentlich sind wir sowieso so etwas wie Stammgäste bei euch. Wer schaut fast jeden Tag Steiermark heute? Ja, das stimmt, Herr Franz Neger. Die Familie Gassner schaut täglich Steiermark heute, soweit es möglich ist. Wir sind sehr interessiert über die neuesten Berichte aus der Steiermark, speziell aus der Obersteiermark, aber auch vom Bezirk Murau. Und deswegen sind wir fast Stammgäste von Steiermark heute. Und wir sind Stammgäste bei euch im Wohnzimmer. Zur Aufzeichnung der Sendung heute habt ihr eingeladen eure Kinder, die Karin und den Michael mit den Familien. Ihr wart schon dabei, als wir am Nachmittag die Kameras aufgebaut haben, als wir alles vorbereitet haben. Auch für uns ist das eine Premiere, denn noch nie haben wir bisher Steiermark heute in dieser Form aus einer steirischen Region gesendet. Worüber berichten wir heute? Was sind die Themen unserer Sendung? Als erstes leider kein erfreuliches Thema. Genau ein halbes Jahr nach dem Doppelmord in Stivol gibt es nach wie vor keine Spur vom mutmaßlichen Täter. Sturm, 4:2 Sieg gegen Rapid. In den Steirerblicken die Miss Styria-Wahl und das Wetter morgen meist sonnig. Genau 6 Monate nach dem Attentat in Stivol fehlt vom mutmaßlichen Täter Friedrich Felsmann nach wie vor. Seit 30 Jahren gibt es die Sendung Steiermark heute. Könnt ihr euch noch an die ersten Sendungen erinnern, an die ersten Moderatoren? Mein Gott, ja. Dr. Günter Ziesel, sehr gut, dann Christine Bronsteiner und dann Robert Seeger, also für den Sport, ja. Ja. Was hast du damals beruflich gemacht, Franz? Ja, 1988 war ich schon 8 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Lassens bei Murau. In der Zwischenzeit ist eine lange Zeit vergangen. Ich war dann 35 Jahre Bürgermeister dieser Gemeinde, die es heute nicht mehr gibt. Also länger Bürgermeister, als es Steiermark heute gibt. Einer der längst dienenden Bürgermeister von ganz Österreich, Franz Gassner. Und 2015, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das erste Jahr deiner Pension. Und genau um dieses Jahr geht's heute in unserer Steiermark heute Jubiläumsserie. Nach starken Verlusten bei der Landtagswahl tritt Landeshauptmann Franz Voves von der SPÖ für viele völlig überraschend zurück und überlässt es, obwohl seine Partei die stimmenstärkste ist, der ÖVP den Landeshauptmann zu stellen. Hermann Schützenhöfer wird neuer Regierungschef, der junge bisherige Landesrat Michael Schickhofer leitet das SPÖ-Regierungsteam und wird Landeshauptmann-Stellvertreter. Wilhelm Krautwaschl wird zum neuen steirischen Diözesanbischof geweiht. Krautwaschl war zuletzt Regens im bischöflichen Seminar Augustinum in Graz. Ihr folgt Egon Capellari nach, der die Diözese seit 2001 geleitet hat. Die Flüchtlingssituation spitzt sich zu. Tausende kommen an die Grenze. Immer wieder werden Absperrungen durchbrochen. Mit Bussen und Sonderzügen werden Flüchtlinge in Sonderquartiere gebracht. Bundesheer, Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehren sind im Einsatz. Viele helfen auch ehrenamtlich, viele haben aber auch wachsende Angst. Landes- und Bundespolitiker beschließen schließlich den Bau eines Zauns im Grenzraum. Bei einer Amokfahrt in Graz tötet der 26-jährige Alan R. in der Innenstadt 3 Menschen. Dutzende werden zum Teil schwerst verletzt. Der Mann war mit 100 km/h durch die Stadt gefahren. In der Schmiedgasse wird er festgenommen. Eine Woche nach der Tat nehmen in Graz 12.000 Menschen an einer Trauerfeier teil. 2016 wird der Amokfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jänner stirbt Emil Breisach. Mehr als 20 Jahre lang war der Rundfunkpionier an der Spitze des ORF-Landesstudios gestanden, war Mitbegründer des Grazer Forum Stadtpark und des Festivals Steirischer Herbst. Nach seiner Pensionierung 1988 begründete Emil Breisach unter anderem die Akademie Graz. Am Kreischberg und im Lachtal wird die Snowboard- und Skicross-WM ausgetragen. Österreichs Sportler sind überaus erfolgreich. Im Parallelslalom holt die Grazerin Marion Kreiner Bronze.
Ja, vom Kreischberg haben wir gerade gehört. Der Kreischberg ist ganz in der Nähe hier und er ist natürlich ein Publikums- oder Besuchermagnet in der Region. Aber Karin, ich glaube, da gibt es noch mehrere bei euch. Ja, es gibt ganz tolle Sehenswürdigkeiten, unter anderem auch meine Arbeitsstätte. Und zwar ist es der Stiftsgarten vom Benediktinerstift St. Lambrecht. Ich bin dort als Sozialpädagogin und der Stiftsgarten wird bewirtschaftet in einem Arbeitsprojekt. Eine tolle Region mit vielen Highlights, wie man so schön neusteirisch sagt. Eine tolle Region ist aber auch diese außergewöhnliche Sendung von Steiermark heute aus dem Wohnzimmer hier in St. Egidi, Murau, zu Ende. Bei der Familie Gassner waren wir zu Gast. Wie war es für euch? Es war sehr spannend, sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass es diese Sendung weiterhin gibt und dass du wieder mal zu uns kommst. Also die Sendung gibt es auf alle Fälle weiterhin, das können wir garantieren. Morgen zum Beispiel kommt Steiermark heute aus Leitring im Bezirk Leibnitz. Petra Rudolph wird dort die Familie Kicker besuchen. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen aus St. Egidi, Murau. Also Daumen halten ist angesagt. 30 Jahre Tirol heute in 30 Tagen. Ja, in 3 Tagen ganz genau, Sie wissen es, da feiern wir unser rundes Sendungsjubiläum und unsere Serie mit Geschichten, mit Bewegenden aus diesen 30 Jahren biegt langsam in die Zielgerade. Wir schreiben jetzt das Jahr 2015 und in Sölden im Ötztal und in Obertiljach in Osttirol, da ist jeweils brandheiße Actions angesagt. An beiden Schauplätzen sind Hollywood-Teams im Einsatz zu den Dreharbeiten für den 24. James-Bond-Film. Und wie es eben bei James Bond nun einmal so ist, alles ist streng geheim. Irgendwo hier müsste er sein. James Bond ist zurück im Schnee, in den Alpen in Sölden. Die Produktionsfirma hat im Dorfzentrum ein Camp aufgeschlagen. Hier begegnet man Menschen mit unheimlich wichtigen Aufgaben. Stehen. Stehen und schauen, dass kein Fremder reinkommt. Auch im Informationsbüro keine Auskunft. Das muss leider passen, ich habe ihn selber auch nicht getroffen. Aber irgendwo muss James Bond Daniel Craig ja wohnen. Sicher in einem der Luxushotels. My name is Jack. Jack Falkner. Die wenigsten Leute werden ihn aber zu Gesicht bekommen. Aber Jack Falkner, du hast ihn getroffen, den Daniel Craig? Ja, ich war anwesend. Ich habe ihn begrüßt, ich habe ihn verabschiedet. Und es war alles ganz locker und cool. Und er hat auf mich gewirkt wie im Film. Aber wie sich Daniel Craig in Sölden im Schnee in Action macht, das wird man wohl erst sehen, wenn der neue James Bond ins Kino kommt. Ich hätte es mir ja nie träumen lassen, dass ich in dieser Sendung einmal Superstar Daniel Craig ansagen darf. Zwar leider nicht als Studiogast, aber natürlich als Mittelpunkt unseres nächsten Beitrages. James Bond in Aktion können wir Ihnen jetzt nämlich zeigen. Schauplatz ist Obertiljach in Osttirol. Einem Kameramann sind diese Actionbilder gelungen. James Bond wird mit einem Flugzeug über den Schnee geschleudert. Er steigt aus und erschießt den Autolenker im Hintergrund. Bösewicht Dave Bautista liegt auf der Motorhaube des verbeulten Range Rover. Das Bond-Girl Lea Seydoux befreit der Held vom Rücksitz. Ein wahrer Vorgeschmack für die Bond-Fans, die leider vor Ort kaum bis gar nichts mitbekommen. Man kriegt ein bisschen einen Eindruck vom Drehort, was dann auch interessant ist, wie es dann im Film vielleicht ausschaut, der ganze Ort da. Aber trotzdem, viel haben wir bisher noch nicht gesehen. Also es ist noch eher ein Mager bisher. Aber. Deutlich zu sehen ist, dass Daniel Craig eng mit seinem Double zusammenarbeitet. Hinter dem Schild ist Daniel Craig, rechts daneben sein Stuntman. Um Aufnahmen von den Dreharbeiten zu bekommen, muss man wohl gefinkelt sein. Offiziellen Weg gibt es da keinen zum Set. So bleibt nur ein hart erkämpfter Blick auf den verbeulten Range Rover oder die ferne Sicht auf das Filmset vom Skilift aus. Ja, der hat die Sicht auf den Filmset in Sölden gehabt. Jack Falkner von den Bergbahnen in Sölden ist bei mir. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. 2015 ist James Bond Spectre gedreht worden in Obertiljach und in Sölden. Wie haben denn Sie damals Hollywood in Sölden erlebt? Ja, es war natürlich eine interessante Erfahrung, weil man gleich in der Champions League spielen kann.
Und ich muss sagen, ich habe mir natürlich auch Dreharbeiten angeschaut. Und vor allem dann diese Dreharbeiten mit den Stuntmen, da waren schon ganz heiße Szenen dabei. Aber es war für uns sehr interessant und natürlich Bond ist eine Weltmarke. Und diese Weltmarke, die wird auch weiterhin vertreten sein in Sölden. Am 12. Juli werden die ersten weltweit Erlebniswelten, James Bond Erlebniswelten in Sölden eröffnet. Elements nennt sich das Ganze am Geislachkogel. Jetzt sind Sie sozusagen von den Partnern, unter anderem dem James Bond Filmstudio, mit der Lizenz zum Schweigen ausgestattet worden. Aber was kann man denn schon sagen, was uns da erwartet? Ja, ich glaube, es ist ein ganz spezielles Angebot, wenn man bedenkt, mit zwei Panen modernen kommt man sehr schnell von 1370 auf 3040. Es ist ein wunderschönes Panorama. Es ist eine Weltmarke. Es ist, glaube ich, eine ganz gelungene Architektur von Hans Obermoser. Und es ist ein supermoderner, cooler Inhalt. Wie cool, wie modern wird denn das Ganze? Es soll ja nicht ein Museum sein, so im klassischen Sinn, wie man das gewohnt wird. Kann man da zum Beispiel, sage ich jetzt auch einmal, eine Verfolgungsjagd à la James Bond erleben? Ich kann jetzt über Details nicht sprechen, aber ich kann Ihnen so viel verraten. 007 Elements, deswegen heißt es Elements, das sind die Elemente von James Bond. Es gibt ja ein paar herausragende Elemente. Und wir haben verschiedene Räume, wo man das dann sieht, auf zwei Ebenen. Wir haben eine Plaza mit 234 Quadratmeter, die Ausstellungsfläche ist 1300 Quadratmeter. Und es ist natürlich unglaublich authentisch, weil nebenan war ja die Höffler-Klinik und dann hat man in dieser Installation auch zwei wunderschöne Panoramafenster und vom einen sieht man auf die Gletscherstraße. Und das war ja auch Teil des Films, wenn man sich erinnert, bei Spectre, die Verfolgungsjagd. 120.000 Besucher, haben Sie gesagt, erwarten Sie schon ab dem zweiten Jahr des Bestehens dann dieser 007 Elements. Was kann denn so eine Art anderes Museum, James-Bond-Museum für Sölden bewirken? Ja, ich glaube, die Internationalität natürlich. Wir merken das jetzt schon von den Anfragen her, von den medialen Anfragen. Wenn ich höre New York Times, das klingt sehr gut. Und das ist natürlich auch ein Ziel, aber wir haben natürlich in Tirol unheimlich viele Gäste und natürlich sehen wir gern die Tiroler bei uns. Und ich glaube, es ist einfach einzigartig, weil es ist auch, wie ich schon erwähnt habe, unglaublich authentisch. Und diese einzelnen Elemente, die gibt es in dieser Form nicht. Und es werden ja alle Sinne angesprochen, Augen, Ohren, Haptik. Es ist alles dabei und es ist sehr, sehr modern. Und ich glaube, es ist wirklich eine gelungene Installation. Ganz kurz, 12. Juli, Eröffnung. Wird Daniel Craig, James Bond, mit dabei sein? Ich glaube nicht, dass Daniel Craig dabei sein wird, aber ich bin persönlich sehr überzeugt, nachdem er schon damals gesagt hat, dass er wiederkommen möchte, dass er das ganz privat macht, ohne Rummel. Aber die Produzenten werden vor Ort sein, es werden ein paar interessante Filmleute da sein. Und wir freuen uns natürlich schon sehr auf die Eröffnung am 12. Juli. Jack Falkner, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke auch, schönen Abend. Und von Sölden jetzt noch 30 Jahre Fernsehgeschichte. Unser V-Heute-Countdown führt uns diesmal ins Jahr 2015. Die Flüchtlingswelle kommt im Land an. In Alberschwende waren Syrer mit ihrer Abschiebung konfrontiert. Und eine heimische Helikopterfirma war für die Flugaufnahmen bei James Bond zuständig. Der berühmte Sohn des Dorfes, Hermann Gmeiner, Gründer der SOS-Kinderdörfer, wäre wohl auf die mehr als 500 Unterstützer der Flüchtlingsinitiative stolz. Unter den Syrern, die abgeschoben werden sollen, befindet sich auch ein Minderjähriger. Er und vier weitere fühlen sich im Asylwerberheim der Caritas nicht mehr sicher. Türen und Herz öffnet nun auch der Ortspfarrer, obwohl er nicht sagen will, wo genau die Syrer in der Pfarre nun untergebracht sind. Aus Gewissensgründen habe er sie aufgenommen. Und weil ich es als auch meine persönliche Aufgabe empfinde. Die Syrer sind, wie es das Gesetz vorschreibt, umgemeldet worden. Die Symbolik ist klar, die Asylwerber stehen nun also unter dem Schutz der katholischen Kirche. Mit dem neuesten James Bond gelang es, einen wichtigen Schritt im Filmgeschäft zu machen. Alle Flugaufnahmen in Österreich wurden mit Wucherhubschraubern gedreht. Für die Piloten eine Herausforderung. Für James Bond dauerten die Flüge 2 Monate, ein wichtiger Auftrag für die Zukunft.
Und zum Schluss darf ich Sie noch auf unsere große Geburtstagsshow hinweisen. Stars, Musik und Schmankerl aus dem Fernseharchiv erwarten Sie am kommenden Freitag um 20.15 Uhr in ORF 2. Heute noch einen angenehmen Abend. Wiedersehen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden es künftig wohl schwer haben, in die Maria-Hilfer-Straße zu fahren. Seit heute liegt das Ergebnis der Anrainerbefragung vor. Wurst ist sie keine, die Diskussion über das Kappen von Autoquerungen der umgestalteten Mahü. Wir brauchen diesen Durchgang vom 7. zum 6. Ich weiß nicht, wie sich das dann gestalten wird, wie ich dann da herumkurven werden müssen. Ich bin Fußgänger, ich kann gar nicht Auto fahren und ich genieße es sehr, wenn ich auf der Straße mich relativ frei bewegen kann. Zwei Drittel der Anrainer sind für die Autobarrieren, die später in zwei Fällen wieder geöffnet werden. Die eine Seite droht mit Anzeigen, die andere spricht von glattem Ruin. Der Streit um den Nichtraucherschutz ist also neu aufgeflammt. Raucherzone, abgetrennter Nichtraucherbereich, ein rauchfreier Zugang. Wir bekommen täglich Dutzende Anzeigen herein. Die finanzielle Decke ist sehr dünn. Das Tabakgesetz als Brandherd für einen Konflikt um den Nichtraucherschutz, der noch jahrelang glimmern wird. Wir sind wieder Oscar. Vielleicht waren Sie ja so wie ich auch via ORF live dabei, als heute früh unserer Zeit Christoph Waltz und Michael Haneke in Los Angeles mit dem Academy Award ausgezeichnet worden sind. And the Oscar goes to Christoph Waltz, Django and Chain. Amor, Austria, Michael Haneke. Gewohnt cool ist auch Michael Haneke bei der Verleihung gewesen. Sein Film Liebe ist mittlerweile zwar schon als Kauf-DVD in den Regalen, wird aber durch den Oscar natürlich noch einmal Aufwind bekommen.